Frau Dr. Tobe, die Produktion von Solarzellen ist komplett nach Asien abgewandert. Warum sollte sie ausgerechnet jetzt nach Europa zurückkehren? Wir haben im Moment im Klimabereich ganz viel Druck, dass wir mehr erneuerbare Energien aufbauen müssen. Und wir sehen, dass wir im Moment für die Photovoltaik teilweise schon Lieferschwierigkeiten bei den Modulen haben. Das heißt, wir bekommen nicht das hier im Land, was wir wirklich benötigen. Wäre denn eine Produktion in Europa überhaupt darstellbar? Sind die Materialien vorhanden dafür? Ist die Kapazität überhaupt vorhanden? Die Materialien sind da. Auch die Materialien, die wir im Moment nicht in den Mengen haben, könnte man importieren. Aber wir haben ja in der Vergangenheit schon mal eine Produktion hier gehabt. Das heißt, das Know-how ist da und die Firmen sind da. Und wenn wir eine genügend große Kapazität haben, wird sich das auch hier wieder etablieren können. Wie groß müsste eine solche Solarzellenfabrik denn sein, damit sich das in Europa wieder rechnet? Wir haben beim VDMA eine Studie erstellen lassen, die besagt, dass eine Photovoltaikproduktion in der Größenordnung 5 bis 10 Gigawatt sich ökonomisch rechnen würde. Und was wird ein solches Investment kosten? Die Investitionskosten liegen für 5 Gigawatt bei etwas über einer Milliarde, sagen wir 1,2 Milliarden für eine komplette Produktion inklusive Gebäude. Braucht es für eine solche Neustart von Solarzellen denn staatliche Hilfen, staatliche Subventionen? Unsere Studie hat gezeigt, dass es keine braucht und das denke ich ist auch ganz wichtig. Nur wenn man eine Produktion auch ohne Subventionen fahren kann, ist sie auch, sag ich mal, healthy in the future. Und die letzte Frage, der Maschinenbau steht als Technologiehersteller bereit für die Produktion von Solarzellen in Europa? Ja, der Maschinenbau steht bereit. Wir haben ja immer noch sehr viele deutsche Maschinenbauer, die gerade für die High-Efficiency-Cells sozusagen ihr Equipment nach Asien liefern. Das heißt, der Maschinenbau steht dahinter und würde das im Prinzip auch mit unterstützen.